Die Fläche vom Kreis haben wir noch nicht berechnet. Aber das ist nicht sehr schwer und deswegen wird das Video auch nicht sehr lang. Was ein Kreissektor ist, das haben wir schon besprochen. Ansonsten wäre jetzt die Möglichkeit, das geschwind nochmal nachzuschauen. Weil wir sollten uns jetzt als nächstes vorstellen, wie man den Kreis in verschiedene Sektoren zerlegt. Machen wir das einmal. Ich verwende jetzt da auf meinem Handy GeoGebra und dann zeige ich euch das einmal. Aber nicht mir beim Zuschauen, wie ich da runterschaue, sondern ich lasse euch da in dem Video mitschauen. Wir sehen also da links den Kreis mit den einzelnen Sektoren. Und die haben wir halt jetzt bastelnder Art und Weise auseinandergeschnitten und so wie kleine Totenstückchen da rechts nochmal angelegt. Dann kann man sich sofort da vorstellen, diese Kreisbögen, oben drei und unten drei, da herum, da und da und da und da und da und da. Die stellen ja den ganzen Umfang von dem Kreis dar. Und wenn ich mir jetzt da diese Sektoren einfach vermehre, dann merke ich, dass die immer schmäler werden. Ich glaube, da habe ich es jetzt dann rauslassen, bei 64. Und man erkennt an dem Bild da rechts doch recht schnell, dass das immer näher einem Rechteck wird. Und die eine Seite von oben nach unten, das ist der Radius. Und die andere Seite von links nach rechts, das ist ja nichts anderes als wir oben der halbe Umfang und unten der halbe Umfang. Naja, wie man den Umfang berechnet, wissen wir. Wie man die Fläche von einem Rechteck berechnet, wissen wir auch. Und aus dem heraus entwickelt sich jetzt die Fläche des Kreises. Und die Fläche des Kreises brauche ich, glaube ich, jetzt da nicht vorführen und aufschreiben. Das, glaube ich, schafft jeder, sich das selber zusammendenken. Halber Umfang mal Radius. Was wird da rauskommen?